Die Tänzerinnen des Tanztheaters Dülmen, Tandü, haben eine Neuproduktion erarbeitet. Unter dem Titel »In dieser Zeit« wurden in rund 1,5 Jahren verschiedene Themen aus der Zeit der Corona-Pandemie von den Tänzerinnen zusammengetragen und in eine Choreografie umgesetzt. Also ich freue mich sehr, dass wir am 11. September ins Theater Mahl gehen dürfen mit unserer neuen Bühnenproduktion. Das Stück heißt ja »In dieser Zeit« und darum geht es auch. Es geht um aktuelle Themen, die uns alle im Moment bewegen. Die habe ich mir gar nicht selber ausgedacht, sondern das sind Themen, die mir die jungen Tänzerinnen selber vorgegeben haben. Und wir versuchen halt, das Ganze jetzt in tänzerische Bilder zu gießen. Insgesamt 30 Tänzerinnen wirken in der neuen Produktion mit. In unterschiedlichen Tänzen werden Themen wie zum Beispiel die Angst um die Umwelt oder der Konsumwahn wirkungsvoll in Szene gesetzt. Also unser Stück ist eigentlich konzipiert für 10 Choreografien. Wir zeigen aber nicht alle live. Dadurch, dass uns durch die Corona-Pandemie doch sehr viel Probenzeit verloren gegangen ist, werden wir also 2 Tänze auch im Video zeigen, die bereits in einem vorigen Stück zur Aufführung gekommen sind. Die Bandbreite der Themen ist also schon recht groß. Es geht also um Dinge wie zum Beispiel diesen Selbstoptimierungswahn, um Kaufrausch und Kaufwahn. Es geht um das Thema des Klimawandels, das gerade junge Leute heute sehr, sehr stark beschäftigt, zu Recht beschäftigt. Und all diese Dinge werden eben in sehr unterschiedlichen Stilrichtungen vorgeführt. Miriam Kramer gefällt ganz besonders der Zusammenhalt unter den Tänzerinnen. Was mir am Tanztheater total gut gefällt, ist, dass hier jüngere Tänzerinnen und ältere Tänzerinnen gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und es kommt gar nicht darauf an, wer in der ersten Reihe steht, sondern es geht um das gemeinsame Produkt. Und jeder ist angenommen, egal ob groß, klein, ob tänzerisch sehr gut oder vielleicht noch in der Ausbildung. Ja, dieses Stück ist sehr besonders für mich, weil es einfach sehr gesellschaftskritisch ist und man viele Themen behandelt, die einem aktuell auch sehr stark beschäftigen, vor allem durch Corona nochmal verstärkt. Und ich finde es sehr schön, dass die Themen, die uns junge Leute beschäftigt, auch mit aufgegriffen worden sind. Und das Schöne am Tanzen ist halt einfach immer, dass man den Kontrast ja zur Arbeit, zum Studium hat und sich frei fühlt. Und das ja, findet man in jedem Stück irgendwie wieder. Die fertige Produktion soll im September im Theater Mahl präsentiert werden. Die Tänzerinnen hoffen jetzt, dass ihnen Corona nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht. Derzeit läuft der Vorverkauf in der alten Sparkasse. Nur dort sind die Karten für das Theater Mahl erhältlich.